Hallo. Ich bin Michaela. Ich bin Michi. Und das ist mein YouTube-Kanal. Ich mache schon so lange keine Videos mehr in Deutsch, dass ich nicht mehr weiß, wie es geht. Und wenn ich anfange zum Deutsch reden, dann habe ich das Gefühl, ich rede für Dialekt. Ich habe jetzt rund eine Stunde Englisch geredet, damit ich Videos aufnehme, und ich schaffe es momentan nicht, dass ich einen deutschen Satz kriege. Eigentlich war das nur eine richtig komische Idee, Videos auch in Deutsch zu machen, obwohl diese Talking-Videos durchaus gangen, weil natürlich der Inhalt ist ja eigentlich kein Puzzle-related-Videos. Puzzle-related Content. Das heißt, eigentlich brauche ich das nicht auf Englisch machen. Und ich habe natürlich ein paar Zuschauer, Abonnenten, die aus Deutschland sind oder aus Österreich. Ich habe keine Ahnung. Deutschland auf jeden Fall. Und eine davon hat sich gewünscht, dass ich Videos in Deutsch mache. Und ich glaube, die kommt aus Allgäu oder Bayern. Das funktioniert wahrscheinlich, weil Bayern, bayerischer Dialekt mit dem Oberösterreichischen relativ gut zusammenhält. Und wenn ich schnell rede, kann es sein, dass mich Norddeutsche oder anders Deutschsprachige nicht verstehen, und sogar Österreicher nicht, weil mein Dialekt oberösterreichisch ist und nicht vorarlbergerisch und nicht wienerisch und nicht burgenländerisch und nicht steirisch. Wir haben komischerweise sehr viel Dialekt. Und deswegen bin ich ja mehr oder weniger davon aus oder darauf übergegangen, dass ich meine Videos nicht mehr in Deutsch mache, sondern in Englisch. Obwohl ich glaube, dass meine ersten Videos, gerade die, die ich in Deutsch gemacht habe, ich sehr, sehr viel rede, sehr viel Unsinn rede und nur noch nicht gewusst habe, wo schneide ich das aus. Manchmal habe ich eine Geschichte erzählt und ich wollte es einfach unbedingt drin lassen und dann hätte ich aber, weil ich einfach Sachen gesagt habe, die wichtig sind für das. Und ich hätte das Ganze nur mal machen müssen. Ganz am Anfang habe ich meine Videos nur mit Hand-Overview gemacht und da habe ich tatsächlich nicht so viel ausgeschnitten. Vor allem auch, weil es schwierig war, was auszuschneiden, wenn ich schon angefangen habe zum Sortieren. Da habe ich lang geredet am Anfang und wenn ich rede und irgendwas anders tue, dann habe ich die Tendenz, dass sie meine Gedanken. Dass meine Gedanken herumhüpfen und dass ich von einer Erinnerung zur nächsten gehe und dass ich dann Geschichten erzähle und dass es oft trotzdem keinen Sinn ergibt, weil die Sprünge zu groß sind. Und manchmal kommt man von dem Gedanken ab und erzählt die Geschichte nicht mehr fertig. Und das passiert mir so oft, dass ich tatsächlich Schwierigkeiten habe, manchmal die Videos ganz zu lassen. Also, außerschneiden muss ich das sowieso was. Ich mache immer irgendeinen Blödsinn. Ich trinke einen Schluck, ich schneide es mir die Nasen, ich muss husten, ich mache komische Geräusche und diese Sachen, die schneide ich einfach grundsätzlich aus. Ich muss mir immer eingrooven. Das heißt, normalerweise siehst du nie, wie ich anfange, weil am Anfang immer irgendwie sage, am Anfang bin ich immer noch nicht eingrooved. Warum mache ich das? Warum benutze ich meine Hitze? Und mit der Zeit komme ich ins Sprechen und ich fühle mich wohler damit und dann wirkt das Ganze flüssiger und dann lasse ich es. Aber meistens ist es so, die Kamera muss laufen, damit ich anfange zum Reden und mich wohlfühlen anfange. Und diese 5 Minuten, wo ich nur dahin blödelt oder nur Blödsinn mache oder mich nur ausdrücke, die schneide ich dann meistens aus. Das heißt, das ist nicht so tragisch, weil der Inhalt, den ich da verzählt habe oder da, wo ich noch Blödsinn gemacht habe, da, wo ich noch nichts erklärt habe, da, wo noch kein Inhalt drin war, so, wo ich nur geredet habe, damit ich mal ins Reden käme, das ist wirklich nicht wichtig fürs Video. Deswegen ist das nur für mich zum Einkommen und deswegen schneide ich nichts weg, was wichtig ist. Ich glaube, dass ungeschnittene Videos in Wahrheit nicht zum Anschauen sind. Vielleicht schon, aber da müsst ihr auf den Rekordknopf drücken, wenn ich jetzt das Gefühl habe, jetzt passt. Und ich schneide eh nicht alle Pausen weg, sodass man sich wohlfühlt damit. Das heißt, es ist nicht so, dass ich meine ganzen und Pausen, wo ich nichts sage, ausschneide, weil ich das Gefühl habe, das gehört dazu. Das ist im Fluss drinnen und das braucht man ab und zu, dass man mal den Gedanken abgeschlossen hat und
was, jetzt kommt der nächste Gedanke, da braucht man einfach diese Pausen. Und deswegen schneide ich die ja nicht raus. So, brauche einen Schluck Tee. Das wird jetzt rausschneiden. Oder auch nicht. Aber wenn ich mich verspreche und dann nochmal anfange, damit das gut in der Flüssigkeit ist, dann schneide ich diese Sequenz raus. Damit es einfach nicht so ausschaut, als würde ich mir so oft versprechen. Und ich verspreche mir doch relativ oft. Und im Englischen suche ich oft Wörter und diese Pause schneide ich dann raus, weil sie unsinnig ist. Weil man es nicht braucht und weil es ein Flussbedingung ist. Es ist einfach nur mich nachdenken sehen, während ich ein Wort suche, ist nicht interessant. Und in Wahrheit ist es immer so, gerade im Deutschen, wie die Anregung gekommen ist, habe ich darüber nachgedacht, ja, sie hat recht, es gibt tatsächlich nicht viel Puzzle-Content in Deutsch, wahrscheinlich überhaupt nicht. Die meisten machen es in Englisch, weil es einfach da besser zum Erreichen sind. Und das ist auch wirklich in Ordnung. Ich glaube, mein Puzzle-Content lasse ich auch in Englisch, weil ich sehr viel mehr Viewers habe, die aus überall und nirgends herkommen, die Puzzle-Content wollen von mir. Die Puzzle-Content bei mir schauen, die will ich nicht verkraulen, warum auch, die will ich zugänglich machen. Und tatsächlich ist mein Wortschatz, was Puzzle betrifft, schlecht in Deutsch, wenn ich In- und Outs, ich habe jetzt tatsächlich kein Wort, ich versuche immer In- und Outs zu nehmen, weil das Prongs und Hose, ich habe immer das Hose gefällt mir nicht, aber Prongs gefällt mir gut. Obwohl in Deutschland habe ich immer gesagt, Nasen, Schultern, Löcher. Ich weiß nicht genau, ich habe nicht einmal einen Wortschatz für diese Puzzle-related Random und Ribbon Cut. Das sind so Sachen, die hat man sich einmal angewohnt, dass die Terminologie in Englisch ist. Und ich finde tatsächlich, dass es schwierig ist, diese Terminologie dann auch ins Deutsche zu bringen. Und dann im Deutschen einbauen, weil ich werde jetzt nicht von Random Cut reden, wenn ich in Deutsch rede und ich sage von, weiß ich nicht, zufälligen komischen Shape Cut. Ich hab nicht einmal ein Wort dafür, ich weiß es nicht. Und es fällt mir tatsächlich schwer, weil ich passend Content auch noch in Englisch schaue. Das heißt, natürlich ist der Sprachschatz dadurch in Englisch größer, wenn ich über Puzzle rede, als. Ich finde es auch komisch, dass man Puzzle sagen kann, aber dadurch, dass alle über Puzzle sagen, rede ich nicht von Jigsaw-Puzzle. Obwohl ich glaube, dass im Englischen Puzzle Rätselspiele auch dazu gehören. Bei uns ist ja eigentlich, Puzzle ist tatsächlich nur das Jigsaw-Puzzle gemeint. Das sind für uns Puzzles. Deswegen steht ja überall Puzzle drauf. Aber ich finde es lustig, dass ich mich da nicht umgewöhnen habe müssen, sondern dass es einfach benutzen habe können, wie auch immer, weil obwohl ich es im Englisch lustig finde, dass das Puzzle doch ein bisschen anders ist. Und ganz ehrlich, da rede ich jetzt für die Ravensburger Leute, für Deutsche. Ich finde es so lustig, wie Ravensburger verschieden ausgesprochen werden muss und wie es gestritten werden, wie das ganz genau zu pronunzieren ist, weil du das im Englischen nicht kannst. Ravensburger ist nicht nur das Raven, was schlecht ist, weil das A natürlich wie ein E gesprochen wird und deswegen ist es Ravensburger. Aber ich finde das Ravensburger nicht einmal so tragisch. Ich finde das Burger viel tragischer als das Raven. Auch wenn das kein Rabe ist, sondern Ravensburg eine Stadt ist. Und das wahrscheinlich nichts mit Ravensburg hat, weil das mit V geschrieben mit B. Aber es ist kein Burger. Es ist eine Burg. Und deswegen Burger. Und da können Sie sich nur so bemühen. Mir ist es tatsächlich egal, wie Sie es aussprechen. Es muss nicht richtig pronunziert werden. Ich finde es einfach lustig. Ich finde es einfach nur lustig, dass da so viel gestritten wird, ob es jetzt Ravensburger oder Ravensburger heißt und eigentlich immer das Burger vergessen wird, weil es ist kein Hamburger. Es ist eine Burg. Deutsche Sprache ist schwer zum Aussprechen in Englisch.
Deswegen nehme ich es auch kein Übel, dass es nicht gut aussprechen kann. Deutsch ist eine harte Sprache. Und wenn du das nicht von vornherein sprichst, gelernt hast, diese Wörter wirklich hart auszusprechen. Wörter, hart. Und du das weiche Englische hast, dann wirst du das nie richtig aussprechen können. Und das ist vollkommen in Ordnung. Niemand nimmt es da übel. Aber sie machen einen Fass drum, dass das richtig aussprechen können. Ich finde es so lustig, dass Schmidt relativ gut geht. Ja, Ausflug ins Englische und Deutsche. Ich finde Sprache tatsächlich wahnsinnig lustig. Sprache ist was, was sehr wörtlich zu nehmen ist. Und für mich als Artist ist in Sachen tatsächlich sehr, sehr wörtlich. Und deswegen ist Sprache für mich sehr auf Wort basierend sehr wichtig. Obwohl ich im Sprachlichen, ich würde sagen, nicht schlecht bin, aber ich kann nicht gut rechtschreiben. Ich weiß nicht, um was das liegt. Und ich habe ein bisschen Grammatikschwächen. Aber ich kann Geschichten erzählen und ich kann schreiben. Es ist eine komische Sache. Eigentlich kann ich das schon. Aber ich mache große Ausflüge. Das ist wahrscheinlich das erste Video, das ich in Deutsch mache. Und jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt und Themenvorschläge hätte, sollte bitte jetzt in die Kommentare gern reinschlagen, schreiben, was er an Themenvorschlägen hätte. Ich hätte natürlich ein paar Vorschläge. Wir können hier über YouTuber reden, wir können über Puzzle-YouTuber reden, wir können über Philosophie-Puzzle, wir können über Autismus-YouTuber reden. Alles, was ich so schaue und wo ich mir denke, ich habe jetzt eine Meinung dazu und ich erzähle euch das jetzt mal, wie das ist, kann ich machen. Ich glaube zwar, dass ich da ein bisschen Richtung brauche, aber da würde ich schon eine finden, die für mich passt und dann, und es wird nicht kritisch. Also ich würde natürlich sagen, was mich stört, aber ich würde natürlich auch genau die sagen und euch das erzählen, was mir wirklich gut gefällt. Das heißt, ich schaue ja die nicht deswegen, weil sie mir nicht gefallen, sondern weil es mir gefallen. Und wenn mir irgendwann mal was stört oder irgendwas komisch aufstoßt, dann kann ich das dazu sagen, aber das macht nicht den Hauptteil an. Das meiste ist nicht Kritik, das meiste ist einfach das finde ich schön und das finde ich lustig und manchmal stört mich das zwar, aber das ist ein guter Kanal, da kannst du folgen. Und ich bin mir nicht sicher, ob meine Empfehlungen nicht sowieso ins Leere gingen, denn die Leute, die mich anschauen, werden wahrscheinlich meine YouTube-Kanäle, meine YouTuber, die ich gerne schaue, auch schauen. Aber natürlich, ich gebe gerne mal meinen Senf zu, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man Reaktionsvideos auf oder erzählt, was man gesehen hat und verstehen gelernt hat und solche Sachen. Also das finde ich einfach interessant zu machen. Und das Zweite, was ich natürlich machen möchte, und deswegen habe ich eigentlich mit dem ganzen Sprachding angefangen, jetzt kommt der Gedanke wieder, ist Autismus-Content gibt es tatsächlich ganz wenig in Deutsch oder sehr wenig oder überhaupt nichts. Und ich nehme an, dass Autismus-Content in Deutsch tatsächlich ein Markt sehr kommt, der noch nicht ausgeführt ist. Ich glaube nicht, dass ich wirklich einen Autismus-Content machen kann, weil ich nur von mir reden will. Ich will jetzt keine Recherchen betreiben oder keine exzessiven Recherchen betreiben. Aber ich kann das, was ich verstehe, das, was ich sehe, das, was ich lerne, und das, was ich an mir feststelle, erzählen. Und das sind Sachen wie, was mir durch den Kopf geht, wenn ich Wurst einkaufen gehe. Was für Probleme, dass ich habe in der Gesellschaft allgemein. Wie ich glaube, dass ich denke und deswegen anders bin. Was mir schwer fällt, was mir leicht fällt, wie ich denke. Das sind so Sachen, wo ich als autistischer Mensch, der einen YouTube-Kanal hat, ein bisschen Content machen kann, der vielleicht nützlich ist für die das haben wollen, die das schauen wollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das markiere oder ob ich dann Reichweite erreiche. Natürlich müsste man mit Self-Marketing und Merchandise und was auch immer. Na, Merchandise ist, was man was verkaufen wird. Self-Marketing. In andere Social Media gehen und Werbung machen und einen Hashtag benutzen und für Verbreitung sorgen, dass überhaupt der Content gesehen wird. Was ich nicht machen will, weil mir das
Ich weiß nicht, Social Media machen mich wahnsinnig. Und ich bin mir nicht sicher, ob es ankommt, deswegen ist es nur versuchsweise. Aber Autismus-Content ist großteils nur in Englisch. Und dadurch ist Autismus-Content tatsächlich, was meine Begriffe, meine Fachbegriffe für die ganzen Sachen sind hauptsächlich in Englisch. Und ich glaube auch, dass die im Englischen, also dass die im Deutschen verwendet werden, so wie es sind, weil man es kaum übersetzt, weil die Diagnosen und alles, was an Forschung passiert, auch in Englisch passiert und deswegen die meisten Sachen gar nicht übersetzt werden. Wir können zusammen vielleicht sich versuchen, Sachen zu übersetzen. Und einen Begriff nach dem anderen durchnehmen, dass man mal fragt, okay, willst du denn irgendwas wissen, was das Konzept betrifft? Es gibt so viele Wörter, die im Autismus-Content herumschwirren, wo man nicht sofort weiß, okay, was ist das? Mir fallen da auf dem Stand nur 2, 3, 4, 5 ein, so wie Monotropism oder PDA. Dann gibt es natürlich die Konzepte von Meltdown, Shutdown und Overload. Ja, was war da noch? Ich glaube, das war eher was. Stimming ist noch ein Wort. Stimming ist noch ein Wort. Das ist noch. Ja. Und natürlich auch, was Autismus in dem Sinn meint oder ist. Es ist wahrscheinlich gar nicht leicht zu beschreiben. Man müsste mal so in die Diagnosekriterien reinschauen und. Ich glaube, dass ich das zusammenbringe, dass ich das für andere. Ach, ich weiß es nicht. Es ist immer so, ich kann es selber nicht gut erklären, wann mich wer fragen wird. Aber vielleicht ist das ein guter Moment, wo ich herausfinde, wie erkläre ich es dann wen und ich schreibe dann auf und erkläre es dann euch und dann habe ich selber eine Erklärung dafür. Und ich kann es demnächst, wann mich wer fragt, tatsächlich wen anderen erklären. Das war gar keine so schlechte Idee, mir mal Gedanken darüber zu machen, wie man denn das erklärt. Also, alles, was ihr so wissen wollt oder was euch interessiert dran, was ich in Deutsch machen soll, ganz egal, einfach reinschreiben und wir sehen uns dann wahrscheinlich in der Konstellation, die gefällt mir jetzt relativ gut. Hinter mir ist zwar das Fenster, aber ich kann die Jalousien zu machen, dann ist mir im Gesicht nicht ganz so dunkel und man sieht es gut und der Hintergrund ist aber nicht das Ding. Ich brauche nicht zusammenräumen, es ist genauso richtig. Ja. Wahrscheinlich würde ich ein bisschen was auszuschneiden, dass es ein bisschen kürzer ist, aber es wird ziemlich ungeschnitten sein. Meine Sprünge in Gedanken habt ihr jetzt schon erlebt, also ihr wisst, wie meine Videos aufgebaut sind. Das nächste Video wird dann speziell zu einem Topic sein. Das ist nur mehr Start, dass wir mal herausfinden, wer will denn schauen, was für Themen sind denn besonders interessant, so dass ich Gefühl kriege, in was für Richtung geht's denn. Eigentlich will ich gar nicht mehr. Und wenn ich sage, okay, ist wurscht, was immer du machen willst, mach, ich horch dazu, dann war das auch schon mal so ein Feedback, wo ich sage, okay, das nächste Video kommt über das Thema und da bereite ich mich dann vor. Wir können ein Video über D&D machen, wenn irgendwer D&D spielen will und nicht weiß, wie es geht. Das ist voll scheiße. Es gibt so viele D&D-Kanäle, ich würde das jetzt nicht machen. Aber ich bin für meine Kinder und am Freund von meiner Tochter, Freundin von meiner Tochter, der D&D Dungeon Master und ich bin kein guter Dungeon Master. Aber wir spielen gerade ein bisschen und es ist. Zumindest kann ich mal sagen, was es ist. Ich kann über so viel Blödsinn reden. Also, wenn euch irgendein Blödsinn einfällt, wo sie denkt, das weiß ich bestimmt nicht, dann bin ich mir ziemlich sicher, mein Allgemeinwissen ist so mit unsinnigem Allgemeinwissen vollgestopft. Mir fällt was ein dazu, bitte drauf. Ja, aber ich glaube, das war fürs erste Video genug. Alles, was kommt, bitte in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Tag, wie auch immer und wo auch immer du mir zuschaust. Und wir sehen uns alle wieder beim nächsten Video. Genau. Tschüss. Und happy hobby allerseits.